Bevor wir zu den schockierenden Wahrheiten kommen, will ich dir gleich den nächsten Tipp geben. Das, was du sonst noch vermeiden solltest, wenn du abnehmen oder dein Gewicht behalten willst. Sobald du solche Symbole siehst, muss bei dir eine Alarmglocke läuten. Es bedeutet nicht, dass vegan schlecht ist, sondern dass du erst recht die Etikette lesen solltest. Schauen wir also doch gleich, wie du versuchst abzunehmen oder dein Gewicht zu behalten. Und womit du diese Pulver- oder Proteinshakes anmachst und warum diese nicht funktionieren. Wir nehmen mal wieder die Etikette unter die Lupe. Wir müssen lernen, wie man Etiketten liest. Vorerst schauen wir das Marketing, das benutzt wird, um uns zu ködern. Das gehört dazu, um Etiketten verstehen zu können und dann die Inhaltsstoffe. Hier wirst du also marketinggerecht vorerst mal mit positiven Punkte und Nachrichten bombardiert. Warum so viele Punkte? Damit du denkst, dass es wahr ist. Damit du denkst, dass man wohl kaum etwas schreiben würde, das nicht stimmt. Damit du nicht auf die Idee kommst, wirklich dahinter zu schauen. Also gucken wir mal, ob das Marketing auch das hält, was es verspricht. Beziehungsweise die Punkte, welche wir angeschaut hatten, auch das halten, was sie versprechen. Gut, dann schauen wir uns jetzt das Marketing an. Wohlgemerkt, damit ist nicht gemeint, dass Marketing etwas Schlechtes ist. Nicht, dass wenn du das nächste Mal jemanden antriffst und dir sagt, ja, ich bin im Marketing tätig, dass du ihm gleich an die Gurgel springst und so. Das ist nicht damit gemeint. Ich meine, die Marketingabteilung selbst hat keine Ahnung, wie wirklich Ernährung funktioniert. Da kommt jemand daher und sagt so, ich habe hier den neuesten Sojadrink, bitte vermarkten, so dass es sich gut verkauft. Man denkt sich also nicht etwas Böses dabei. Doch genau das ist der Grund. Darum muss man beim Marketing aufpassen. Denn da schreibt irgendjemand irgendetwas über eine bestimmte Sache, ohne wirklich eine Ahnung darüber zu haben. Er verwendet also Worte wie hier zum Beispiel, wir reden ja immer gerne über die Vorteile pflanzlicher Ernährung, aber manchmal geht's uns einfach ums pure Vergnügen. So, das hört sich schon mal gut an, dann denkt man, okay, das stimmt, man sollte ein bisschen mehr vegan essen und so weiter. Und dann steht da jetzt zum Beispiel, der feine Geschmack von Vanille ist die Traumkombi für unseren milden Sojadrink, was auch immer mit milden gemeint ist. Ich weiß nicht, ob es scharfe oder harte Sojadrinks gibt, aber das spielt keine Rolle. Es hört sich einfach gut an, das musst du verstehen. Darum sage ich immer wieder, egal was das Großgedruckte sagt oder eben das Marketing, konzentriere dich auf die Etikette bzw. das Wichtigste sind immer die Inhaltsstoffe. So, dann bringt man dich zum Träumen, ein Schluck und du träumst mit. Noch ein paar Fakten und hier. 100% pflanzlich. Das werden wir dann sehen, ob das wirklich 100% pflanzlich ist, was wir da trinken. Das hört sich natürlich auch wieder gut an, von Natur aus arm an gesättigten Fettsäuren und klar doch laktosefrei. Bis jetzt klingt alles gut und dann Traumhaut für dich und die Umwelt. Nicht in diesem Video, aber ich glaube, im nächsten habe ich vorgesehen und werde dir zeigen, ob Sojaanbau wirklich gut für dich und die Umwelt ist. Danach wirst du dir zweimal überlegen, ob du Soja konsumieren willst, der Umwelt zuliebe. Und dann, gut gemacht. Es fragt sich jetzt, was damit gemeint ist, ob das Produkt selbst gut gemacht wurde, ob du das gut gemacht hast, dass du jetzt dieses Ding dir anschaust. Es sind einfach positive Worte. Im Marketing, in der Werbung werden einfach sehr viel positive Worte einfach so wahllos gebraucht, damit sich das gut anhört. Dann haben wir hier rechts, Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei. So, das ist jetzt eine Wahrheit. Damit sagt man dir einfach, du sollst Proteine zu dir nehmen. Die Frage ist nur, bekomme ich von diesem Produkt dieses gute Protein, das du hier mir schmackhaft machen willst? Und das schauen wir uns gleich an. Gehen wir zum nächsten. So, dann siehst du hier wieder positive Worte, rein pflanzlich, voller Protein. Also jetzt denkst du, ja, das muss gut sein. Voller Protein, das ist das, was ich brauche. Schauen wir das nächste. Hier hast du Eiweiß, also sprich Proteine, 3 Gramm. Es gibt so eine Faustregel, dass man, ist zum Beispiel jemand um die 60 Kilo, dann sollte diese Person bis zu 60 Gramm Proteine zu sich nehmen. Ist jemand 90 Kilo schwer, dann sollten es circa 90 Gramm Proteine sein. Also 3 Gramm Proteine verbraucht der Körper innerhalb weniger als eine Stunde. Also kannst du dir jetzt selbst ausrechnen, wie viel Sojamilch du hier trinken solltest, bis du zu diesem vollen Protein kommst, das du brauchst. Also ich traue mir das nicht auszusprechen, dass das jetzt eigentlich, ich persönlich, kann jeder schauen, wie es will, also für mich ist das ein Betrug. Gehen wir zum nächsten. Die Etikette gibt an, das ist einer dieser positiven Punkte, Calciumquelle.
dann schreibt man hier 120 Milligramm. Man könnte meinen, das sei eine große Menge, in Wirklichkeit sind es nur 0,12 Gramm Calcium. Und hier, ich meine, das Verrückte ist, dass da Calciumquelle steht. Als ob Soja selbst eine Quelle von Calcium ist, das stimmt nicht und das werde ich dir zeigen auf die eigene Etikette. Gehen wir zum nächsten. Steht hier reich an Ballaststoffen. Das ist auch so etwas, wo ich mich jedes Mal aufrege. Da steht immer reich an Proteinen, reich an Vitamin A, reich an dem, reich an jenem. Und wenn man dann hinten auf der Packung schaut, wie reich das Ding ist, dann sieht man hier 0,5 Gramm. Also das ist die Hälfte von einem Gramm. Man kann also sagen, dass du hier praktisch nahe bei Null an Ballaststoffen bist. Gehe zum nächsten. Das ist nicht schlecht. Hier siehst du, ohne Zuckerzusatz. Und was sehen wir hier? Kohlenhydrate, davon Zucker, 6,7 Gramm. Jetzt ist es so, wenn du rechts oben ohne Zuckerzusatz, dann siehst du, dass ein Zuckerwürfel durchgestrichen ist. Das bedeutet, dass wenn man kein Zucker in dieser Form bzw. Rohrzucker benutzt, dann darf man schreiben ohne Zuckerzusatz. In Wirklichkeit benutzt man dann andere Zuckersorten. Man kann zum Beispiel Maissirup nehmen, Maiszucker und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist es Zucker. Und wie schon oft gesagt, die Bauchspeicheldrüse schert sich einen Dreck darum, was für Zucker das ist. Zucker ist Zucker. Wenn du also in Zukunft auf den Etiketten siehst, ohne Zuckerzusatz, dann schau genau, was da irgendwo wird, trotzdem Zucker verwendet. Okay, gehen wir zum nächsten. Auch hier, Quelle von Vitamin B2, B12 und D. Oh mein Gott! Auch hier hinterlässt man den Eindruck, dass Sojabohnen eine Quelle von Vitaminen ist. Auch das stimmt nicht und werde ich dir noch zeigen. Schau dir mal dieses Vitamin B2. 0,21 Milligramm. In Gramm wäre es 0,0,2. Also da hast du nichts. Aber das Beste kommt noch. Dieses komische UG steht für ein Millionstel Gramm. Du hast also nicht einmal ein Millionstel Gramm von Vitamin D oder B12, sondern 0,75 Vitamin D und 0,38 Millionstel Gramm Vitamine. Also da will ich nicht viel dazu sagen. Entscheide selbst, ob das eine Verarsche ist oder nicht. Gehen wir zum nächsten. So, das ist da jetzt eigentlich der Kernpunkt. Wie schon in einem anderen Video erklärt, bei den Zutaten bzw. die Inhaltsstoffe ist es so, dass das, was am meisten vorhanden ist, immer zu oberst kommt. Das heißt, hier Zutaten, auf Sojabasis Wasser. Also Wasser hat den Löwenanteil. Und dann geschälte Sojabohnen 7,8%. Das ist ein Trick, um nicht schreiben zu müssen, wie viel davon eigentlich Wasser ist. Wenn Sojabohnen 7,8% davon ausmachen, dann kannst du davon ausgehen, dass alles, was hinterher kommt, noch weniger darin hat. Darum kommen die Vitamine B2, 12 und D2 ganz am Schluss. Also das haben wir ja gesehen, das ist ja nicht mal der Rede wert. Dann kann man sich das also ausrechnen, das ist das, was du machen sollst, wenn du solche Etiketten siehst. Dann siehst du hier, dass der Wasseranteil 92,2% ist. Also in Wirklichkeit kaufst du hier Wasser. Von wegen voller Proteinen. Gehen wir zum nächsten. Genau, Zucker, das haben wir ja gesehen. Hä? Da steht ohne Zuckerzusatz, aber als nächstes kommt Zucker. Next. Also, ich habe gesagt, Calciumquelle. Es sieht so aus, als ob Sojabohnen eine Calciumquelle sind. Das stimmt aber nicht, denn wenn man hier genau hinschaut, steht Sojadrink Vanillegeschmack angereichert mit Calcium und Vitaminen. Also da wurde ein wenig Calcium und eine schwindende kleine Menge an Vitaminen hinzugefügt, also angereichert. Dann haben wir hier Säureregulator, das ist eigentlich E340 und Stabilisator Gelan E418. Warum schreiben Sie nicht die europäische Zulassungsnummer? In dem Fall E340 oder E418. Weil Sie wissen, dass die Leute inzwischen darauf sensibel reagieren, wenn sie irgendeine Zahl sehen, dann wird es nicht unbedingt gekauft. Also schreibt man es jetzt einfach aus. Das ist natürlich so. Jeder Zusatz gilt natürlich immer als unbedenklich. Das ist logisch, sonst dürfte man es ja nicht verwenden. Es gibt so immer eine Grenze, wie viel davon zugelassen wird. Doch diese Grenze beschränkt sich pro 100 Milliliter.
Wenn du aber 200 Milliliter von etwas hast, dann ist es zu viel. Das Problem, was sich hier eigentlich daraus ergibt, dass du diese Zusatzstoffe überall findest. Und das jeden Tag. Somit überschreiten wir jeden Tag automatisch die zugelassenen Mengen. So, was ist jetzt eigentlich dieser Säureregulator? E304 sorgt für die Stabilität des Säuregrads in einem Lebensmittel. Was bedeutet das? Das ist, wenn es nicht hinüberfällt, wenn das anfängt zu säuern, dass du sagst, ah, das ist nicht mehr gut, ich schmeiße es weg. Man könnte also sagen, es ist eine Art Konservierungsstoff. Ab und zu liest du ohne Konservierungsstoffe wie beim Zucker. Nun, in diesem Fall musst du einfach wissen, dann wurde eine andere Art von Konservierungsstoff verwendet. Doch dieser Konservierungsstoff muss nicht als Konservierungsstoff deklariert werden. Also nimm dich auch davor in Acht, wenn du liest ohne Konservierungsstoffe. Hä? Was auch immer. Bei diesem Säureregulator, was man herausgefunden hat, ist, dass wenn man da zu viel davon abbekommt, und das ist wie gesagt leider der Fall, weil es überall vorkommt, kann es zu einem Abfall des Calciumspegels im Blut zur Folge haben, was natürlich für unser Herz überhaupt nicht gut ist. Gleichzeitig verursacht es einen Anstieg des Parathormonspiegels. Ich will jetzt da nicht spezifisch darauf eingehen, es ist einfach ein Hormon. Hä? Was auch immer, daraus ergibt sich leider ein Ungleichgewicht, das zu einem Abbau von Calcium in den Knochen kommt. Und dann dieser Stabilisator Gelan. Okay. Gelan ist ein Gelier- und Verdickungsmittel und ist ein unverdauliches Kohlenhydrat. So, das ist das Verrückteste an der ganzen Geschichte. Wenn etwas unverdaulich ist, verursacht es zwar ein Sättigungsgefühl, aber gleichzeitig ein Aufstoßen und manchmal sogar ein saures Aufstoßen, da der Körper mehr Säuren zur Verfügung stellt, um es trotzdem irgendwie zu verdauen. Das gelingt ihm aber nicht. Und was geschieht aber mit den verdaulichen Speisen? Nun, da diese mit diesem Stabilisator vermischt wurden, wird ein Großteil der anderen Stoffe auch nicht verdaut. Wenn also das Sättigungsgefühl vorbei ist, kommt Heißhunger auf. Man fährt natürlich weiterhin fort, das Falsche zu essen und man nimmt zu, verschweige dann das Gewicht zu behalten. Darum habe ich dich davor gewarnt, dich vor diesem Vegan-Zeichen erst recht in Acht zu nehmen. Nicht, weil vegan etwas Schlechtes ist, sondern weil fertig Vegan-Produkte ungesund sind. Doch hier muss sich jeder selbst ein wenig an die Nase nehmen. Denn größtenteils haben wir sie dazu gezwungen, die Lebensmittel so herzurichten. Wir sind es, dass nicht auf etwas Feines verzichten wollen. Also sagen wir denen indirekt, mache mir etwas Feines. Und auch wir sind manchmal zu faul, einkaufen zu gehen. Wenn wir etwas kaufen, dann wollen wir es mindestens 2 bis 3 Wochen oder sogar 1 Monat oder 2 im Kühlschrank lagern können, ohne dass man gleich wieder einkaufen muss. Also manchmal frage ich mich, ob es die Nahrungsindustrie ist, dass sie uns etwas aufzwingt, oder ob wir es sind, dass denen etwas aufzwingt zu produzieren, weil wir es so haben wollen. Was auch immer. Abnehmen und Gewicht behalten hat sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und das schauen wir dann auch noch genauer an im zweiten Grund für den Jojo-Effekt. Dann gehen wir zum nächsten. Okay, ich will einfach vorläufig, dass du dir dieses Nutri-Score merkst. Dieses A, B, C, D, E. Wir werden dann später darauf eingehen, was diese Etikette bedeutet. Ich zeige dir jetzt ein synthetisch hergestelltes Stück Fleisch, das mit einem 3D-Drucker gedruckt wurde. Ich wollte es nicht glauben, aber schau selbst.